Also, damit hier niemand auf die Idee kommt, meinen Professorentitel hier anzuzweifeln, der ist natürlich echt und ich muss es ja wissen, dass er echt ist, denn ich habe ihn mir selbst verliehen und zwar zu Recht. Denn wie wir hier unschwer erkennen können, bin ich nicht weniger als der Erfinder des deutschen Salatdressings. Beweis? Dieses Bild hier sollte eigentlich schon reichen, aber selbstverständlich gibt es eine Rezeptur und immerhin einen Prototypen, den wir jetzt hier im Bild sehen. Ich will mich also überhaupt nicht in den Vordergrund spielen und ich weiß natürlich, dass jeder und jede von euch auch schon mal ein Salatdressing erfunden hat, nur eben nicht eines von internationalem Rang oder zumindest nicht eines, das auch einen entsprechenden Namen trägt. Mein Dressing heißt eben German Salad Dressing. Ob ihr das jetzt glaubt oder nicht, ich habe den Namen sogar schützen lassen und wer auch immer auf die Idee kommen sollte, sein Salatdressing auch German Salad Dressing zu nennen, muss sich auf einen zermürbenden, entwürdigenden Kampf mit meiner Rechtsabteilung gefasst machen. Deshalb habe ich auch null Probleme, hier die Rezeptur einfach so preiszugeben. Es kommt hinein ein Esslöffel Senf, dann zuerst einen Esslöffel Olivenöl, das wir so lange untermischen, bis es sich mit dem Senf zu einer Emulsion verbindet. Dann ein zweiter Esslöffel Olivenöl. Und wenn Senf und Öl gut verrührt sind, ein Esslöffel Himbeeressig. Zum Schluss ein Löffel Honig. Lecker.